Hallo Freunde und herzlich willkommen zurück zu Kenshi. In der letzten Folge haben wir da vorne das erste Bollwerk errichtet, das Tor. Und ich würde sagen, wir kümmern uns heute um die Mauer, die dann hier so irgendwie lang läuft, würde ich sagen, und dann hier halt ein bisschen Bereich eingrenzt, wo wir schön arbeiten können. Deswegen würde ich sagen, spulen wir ein bisschen vor, die Nacht ist noch jung. Und die beiden schlafen hier vereint in unserer kleinen Übernachtungshütte. Die sollen in Zukunft auch eigene Hütten bekommen, hin und her. Aber fürs Erste müssen sie halt zusammen in einem Hütchen pennen. Das ist den beiden wurscht, die sind schon lange miteinander unterwegs und haben damit absolut kein Problem. Ja, was ist mein Plan aktuell in Kenshi? Ich will eine Festung bauen, Leute inviten, dann halt auf große Reisen zwischendurch mal gehen. Aber wir müssen erstmal hier halt wenigstens eine City bauen. Und halt mal wirklich herausfinden, was kann man machen, wie kann man es machen. Pipapo. Und deswegen, kann man nicht das in der Nacht schon machen, dass wir hier sagen, okay, geht das? Warte mal. Mauern. Verteidigungsmauer. Ich kann rein theoretisch die Mauer schon. Steht auch noch nicht da, wie viel wir insgesamt brauchen für die ganzen Schmande. So. Das ist der Plan. Das alles muss errichtet werden. Wird das jetzt dann einzeln errichtet? Baumaterial 1. Ich weiß gar nicht, wie viel wir jetzt insgesamt brauchen. Aber Raxamus wird sich da morgen drum kümmern, während die Ruka den Treibstoffgenerator bitte erforschen soll dann. Weil ich traue der Nacht noch nicht so ganz. Wir hatten einmal einen Spinnenangriff hier. Sobald die Mauer steht, haben wir ja dann eh Ruhe. Weil, dann haben wir was, was uns verteidigt. Dann ist es natürlich auch interessant, was passiert, wenn Leute uns angreifen. Versuchen die dann da reinzukommen oder... Ich überlege gerade echt, ob das so sinnvoll ist. Obwohl, wir können ja jederzeit gleich die Mauer erweitern. Das wird ja eh am Ende irgendwas, keine Ahnung, so großes irgendwie hier um. Der ganze Bereich da hinten soll auf jeden Fall irgendwo mal dazugehören. Aber als Erstes brauchen wir halt eine Stelle, wo wir arbeiten können und halt in der Nacht auch was machen können. Weil die wollen ja nicht immer die Nacht pennen, ne? Die sind ja aktive Leute, die haben zu viel Energy im Blut, ne? Bedeutet, vor allem, wir könnten in der Nacht hier halt abbauen und Kisten, dann können wir die aufstellen, die Kisten wieder... Und dann halt am nächsten Tag wandern wir mit dem Raxamus zum Beispiel wieder nach oben in die andere City und verkaufen. Und dann können wir irgendwann sagen, hey, wir brauchen noch einen Dude, richtig lässigen Typen. Dann machen wir eine Baumaterialherstellung und dann sagen wir irgendwann, okay, die Mauer von hier. Da sind sie schon wieder, die Assis. Und würden uns gerne fressen. Daher hätten wir das jetzt nicht gemacht, wären wir jetzt Gemüsesuppe, Gemüsebrühe. Bin gespannt, wie es läuft, wenn die Mauer dann steht. Weil dann ist natürlich Ruhe. So. Da laufen nochmal die zwei. Sind die jetzt gerade einmal im Kreis gelaufen? Also sie kommen gerne von unten, deswegen würde ich von da auch mit der Mauer anfangen. Obwohl eigentlich wäre es schlau, von da anzufangen, wo man beginnen sollte eigentlich auch. Wollen die gerade weiter pennen oder sind sie dann irgendwo... Wo sind die jetzt hin? Die sind ja ganz hinten. Ich würde mal sagen, wir wecken mal den Raxamus auf. Guten Morgen! Geh mal raus. Machen wir die Tür auf, machen wir morgen Spaziergang hier. Du hast das ganze Zeug nicht dabei und du fängst an, hier die Mauer mal zu bauen. Während Ruka bin ich auch schon sehr lange. Die soll jetzt erstmal hier an die Maschine gehen und weiter forschen. Die wird das jetzt auch gleich machen, oder? Das dauert jetzt halt seine Zeit. Fügt Baumaterial hinzu. Wie schnell geht die Mauer jetzt hoch? Zustand, ich sehe noch nichts. Da kommt. Au. Bau von Gebäude. Über welchem Inventar bin ich? Ach, habe ich gerade Ruka? Nee, bin ich. Also, Ruka.
Du forschst hier weiter, das machst du eh, ne? Und du musst wahrscheinlich hier das in dein Inventar nehmen, damit du weitermachen kannst, ne? Aha. Fügt Materialien hinzu. Wenn wir ihm sagen, hey, du machst gleich hier weiter, und wir sagen jetzt, Ruka, hey, du machst du schnell hier. Dann sollten wir gleich mit der Mauer auch weiter schnell fertig werden. Klack. Wir werden noch so viel mehr Baumaterialien brauchen, das sehe ich jetzt schon. Mal schauen, wie allein lang das dauert, um den Außen fertigzustellen. Ich mag hier noch... Ach nee, nicht schon wieder. Das schaut schon wieder so nach einer scheiß Raider-Gruppe aus, die denkt so, yo. Was sind das? Staubbanditen sind das. Ja, die haben schon wieder auf uns abgesehen. Leute, wir ziehen mal wieder nach da oben. Ganz, ganz schnell. Die haben sich auf uns abgesehen. Wir müssen ganz schnell wieder Richtung City. Was ist denn deren Ziel eigentlich? Wollen die einfach nur in unsere Hütte mal rein? Ich glaube, mit 200 kommen wir auch nicht mehr wirklich so weit, ne? Es geht mir nicht tierisch auf den Sack. Wenn wir jetzt die Mauer stehen haben, haben wir wenigstens dann irgendwann mal unsere Ruhe, oder? Immer nach da oben. Jetzt sollten wir mal ein paar Tage wieder da oben übernachten. Aber wenn halt die Mauer steht, dann hätten wir unsere Ruhe da unten fürs Erste, hoffe ich mal. Weil ich glaube nicht, dass die Mauern so schnell hin nicht kriegen, oder? Oder schon? Ihr lauft mal schnell dahin, bitte. Banditen sind ja richtig ekel... Oh, Alter, leck! Jetzt lädt es schon wieder, ey, was ist... Ich glaube, die sind immer noch in der Hütte drin. Wir müssen halt die Mauer fertig bauen, einmal außenrum. Dann hätten wir echt unsere Ruhe einfach. Mit der Ruhe könnten wir wirklich alles auch fertig bauen dann. Wir haben auch kein Fleisch mehr, kann das sein? Oh. Also wir sind essenslos aktuell. Was natürlich nicht so gut ist, bedeutet, wir schicken mal Ruka. Die Sterne. Ja, wir sind wieder in der Sternenwüste. Mal wieder. Sollten wir da vorne ein bisschen abbauen. Vielleicht sollten wir einfach mal Ruka oben lassen. Die soll oben arbeiten. Während wir Raxamus immer unten arbeiten lassen. Hey, Leute. Was ist denn hier passiert? Moin. Ein paar Söldner, die meinen Außenposten verteidigen. 1000 Käst pro Tag, mindestens 2 Tage. Wir erhalten außerdem Plünderrecht. Wenn du aus der Kaiserwelt schaffen willst, weißt du, wo du mich findest. Okay. Ich möchte ein paar Leibwächter. Zwei, Alter. Mindestbetrag für einen Tag, keine Rückerstattung. Oh, danke. What the fuck? Kann man Ihnen erklären, was hier sonst noch draußen gerade abgeht? Warum stehen die hier? Moin. Zeig mir, was du hast. Du hast auf jeden Fall... Oh Gott, das bedeutet, wir müssen jetzt eigene Rohstoffe eigentlich produzieren, weil wir nichts mehr haben. Bedeutet, wir müssen mindestens 1-2 von unseren Rohstoffen auch investieren. Finde ich ja mega uncool. Also, investieren jetzt nicht hier rein, sondern halt unten, dass wir uns selbst Baumaterialien herstellen können, um die Mauer zu beenden. Was ich immer noch richtig scheiße finde aktuell eigentlich. Wo ist ein Händler? Also der Händler ist weg, kann das sein? Wo ist der Händler hin? Okay, ein Facelift, was könnte schon schlimm sein?
Er ist ein schmieriger Typ, der wie ein Alkoholiker aussieht und in beiden Händen Skalpelle dreht. Während er mit dir spricht, was soll's sein? Haarschnitt, Facelift, 200 Cats. Nein, danke. Ein Facelift brauche ich jetzt nicht. So alt bin ich jetzt auch noch nicht. Ich würde eher interessieren, what the fuck. Warum erstens verfolgen mich alle mit ihren Augen und zweitens, wo ist der Typ, mit dem ich handeln kann? Ja, ich habe nur hier drauf geklickt. Ah, das ist der Händler, schau an. Karte der Dorfbastarde. Ein Grog. Und wir haben kein normales Fleisch, man kann das sein. Das ist jetzt nicht so cool, weil wir bräuchten eigentlich was zu essen. Das kann ich mir nicht leisten. Verkaufswert 200. Doch das kann ich mir nicht mehr leisten. Oh, scheiße. Entschuldigung, dass ich das jetzt so rausbrülle, aber es ist halt so, wir können nichts machen. Wir stecken hier Weizenstrommel, rohes Fleisch, Grog, einfach Verbandskassentasse. Und du könntest hier jetzt ja nicht mal stehlen, weil es sieht dich ja eh jeder. Wie geht's wieder um Ruka da vorne? Es ist Roheisen? Ich dachte, das ist Kupfer. Nehmen wir trotzdem mit. Das ist aber Kupfer, oder? Kupferressource, ja. Unser Raxa muss aber mal runter gucken. Haben die uns mittlerweile verlassen? Ich weiß es nicht. Aber wir müssen eindeutig die Mauer so schnell wie möglich fertig gebaut kriegen. Das ist jetzt hier. Nie Ruhe hier im Land der Verdoppten. Ich meine, sind es genau die da vorne, ne? Mich würde mal mit denen interessieren zu reden. Strom, Windgenerator braucht 5 Eisenplatten und 5 Kupfer. Kann man hier zu. Weil hier unten ist ja eh da ein Sturm im Grunde. Das müsste ja hier voll gut funktionieren. Flacher Unterschlupf. Mit einem Stoff könnte man ihn erzeugen. Lagerfeuer geht sowieso. Dauernd. Lichter, Verteidigungsmauer. Kleiner Forschungs. Steinmine. Vorne haben wir Steine von 90%. Und dann den Steinverarbeiter noch reinstellen. Eisenplatten braucht er. Okay. Also brauchen wir nur für die Steinmine sozusagen 3 Baumaterial im Petto immer. Dann schauen wir, wie weit wir mit dem anderen kommen, würde ich sagen, oder? Das wäre, glaube ich, sehr, sehr schlau. Weil, ja. Wir haben echt wenig Geld noch und müssen aber irgendwie an Essen kommen, an. Warum ist beim Angriff hier minus 10? Malus durch Wetter und minus 5 Gesamtausrüstungsboni. Warum kann ich mich nicht mehr zu Raxamus? Danke. Achso, weil ich bei Ruka war, oder wie? So, schauen wir mal. Du gehst jetzt mal hier hin. Aber Leute, ob die noch da sind, das sehen wir in der nächsten Folge. Ich hoffe, es hat gefallen. Wenn ja, lasst unbedingt einen Daumen nach oben da. Abonniert, wenn ihr noch nicht habt. Und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Ciao! Everything changes.